Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Debatte hat einmal mehr deutlich gemacht, dass man außenpolitische Debatten führen muss mit der Bereitschaft zur Differenzierung. Herr Kollege Gerke, Frau Kollegin Dadelin, zu der Sie heute bedauerlicherweise erneut nicht in der Lage waren. Das fängt allein an, das ist mehrfach betont worden, indem Sie die Debatte so gestalten, dass Sie zwei Länder, zu denen wir unterschiedlich enge, zum Teil partnerschaftliche, aber auch kritische Verhältnisse haben, in einen Topf werfen und hier eine gemeinsame Debatte über den NATO-Partner Türkei und über Saudi-Arabien führen wollen. Nun bringt die ganze Debatte und Ihre Argumentation, gelegentlich auch die Argumentation aus den Kreisen von Bündnis 90 Die Grünen, die Unionsfraktion in eine eigentümliche Lage. Wir werden nämlich hier Verteidiger der Türkei, obwohl wir doch schon seit vielen Jahrzehnten einen ziemlich realistischen Blick auf die Türkei haben und schon seit längerer Zeit vor allzu großer Euphorie warnen, wenn es etwa um die Frage des EU-Beitrittes geht. Aber die Türkei ist und bleibt zum jetzigen Zeitpunkt bei allem, was man daran zu kritisieren hat, was derzeit geschieht, ich sage gleich noch etwas dazu, ein demokratischer Staat. Diejenigen, die dort handeln, ob sie uns passen oder nicht, das gilt für den Präsidenten, das gilt für die Regierung, sind demokratisch gewählt. Und die Türkei ist, und das sollte man nie vergessen, über viele Jahrzehnte hinweg ein verlässlicher Partner in der NATO gewesen. Und es mag im Interesse, Herr Kollege Gerke, es mag in Moskaus Interesse liegen, ein Keil zwischen die NATO, zwischen den Westen, zwischen Europa und Ankara zu bringen. Unser Interesse ist es nicht, hier einen Keil hineinzutreiben, sondern Irritationen auszuräumen und die Türkei an unsere Wertewelt Europas zu binden und sie dort heranzuführen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es verlangt in der Tat, dass man kritisch das anspricht, was geschieht in den Kurdengebieten. Ich habe mich auch mit Vertretern der HDP kürzlich getroffen und ich kann das nur unterstützen. Und es ist vollkommen klar, es gehört auch zur Notwendigkeit deutscher Außenpolitik, dass man artikuliert, was dort schiefläuft. Aber es gehört auch dazu, und das haben Sie hier heute vermissen lassen, dass man das, was die PKK auch an Terror macht, auch kritisiert. Seien Sie bitte auf diesem Auge nicht blind, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion. Und ich finde, dass man davon die Rolle Saudi-Arabiens deutlich unterscheiden muss. Und das selbstverständlich deutsche Außenpolitik ist, Saudi-Arabien als einen Partner zu betrachten, mit dem man in der Tat in vielen Punkten auch kritische Debatten zu führen hat. Und dass das aktuell mehr zu geschehen hat als in der Vergangenheit. Sie haben den Jemenkrieg erwähnt, in der Tat auch die Todesurteile erwähnt. Das ist vollkommen richtig. Das geschieht auch. Und ich folge da auch der gestern vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses in diesem Hause formulierten These. So bedeutet es also, je mehr die Außenpolitik für die innenpolitische Debatte in Deutschland Bedeutung gewinnt, desto mehr müssen wir unser außenpolitisches Handeln auch vor dem Hintergrund unserer Werte den Menschen in Deutschland erklären. Diese These ist richtig und das sollten wir auch machen und das geschieht auch in Deutschland. Und deswegen ist es vor diesem Hintergrund absolut richtig, dass Bundesaußenminister Steinmeier bei seiner letzten Reise, es waren ja einige Kolleginnen und Kollegen dabei, nach Riad als erstes mit Menschenrechtlern gesprochen hat, als erstes mit Frauen gesprochen haben, die sich in diesem System unter schwierigsten Voraussetzungen dafür einsetzen, dass die Menschenrechtslage besser wird, dass die Lage von Frauen besser wird. Und deswegen ist es auch richtig, Kollege Ann hat ja gestern noch mal skizziert, was das Festival auch ausrichtet, ist es richtig, dort auch genau dieses Festival zu besuchen und dafür zu sorgen, dass in der saudischen Gesellschaft und in der saudischen Politik unsere Werte auch Platz haben. Das macht die Bundesregierung und darin sollten wir sie unterstützen. Aber ich habe zum Teil bei einigen Kritikpunkten den Eindruck gehabt, als wäre es sozusagen im deutschen oder internationalen Interesse, einen Regime-Change dort herbeizuführen in Saudi-Arabien. Bei allem, was, Herr Kollege Gerke, ich glaube, um das mal ganz grundsätzlich zu sagen, dass es nie Ansatz unserer Politik sein sollte, für einen Regimewechsel in einem anderen Land, mit welchen Mitteln auch immer, zu sorgen. Nein, nein, da hat Deutschland sich immer zurückgehalten und das sollte nicht unsere Politik sein. Und wenn Sie diesen Ansatz verfolgen, finde ich es ganz gut, wenn Sie es hier offen einräumen. Bei allem, was wir an Saudi-Arabien zu kritisieren, und da gibt es sehr, sehr viel, das steht auch außer Frage,
sollten Sie die grundlegend stabilisierende Rolle, die dieses Land, darauf ist auch in der gestrigen Debatte schon hingewiesen worden, nicht unterschätzen. Und es unterscheidet übrigens Saudi-Arabien, Herr Kollege Nuripur, von dem Iran eins. Der Iran, und das sollte Deutschland nicht vergessen, anerkennt Israel nicht nur nicht, sondern der Iran verfolgt nach wie vor eine Politik, die letzten Endes auf die Eliminierung Israels ausgerichtet ist. Und das ist schon ein zentraler Unterschied, den wir auch außenpolitisch in der Gewichtung berücksichtigen sollten. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Sie haben bloß das Verhältnis, das mögliche deutsche Verhältnis zu beiden Staaten auf ein Niveau gestellt. Und das finde ich an der Stelle verkehrt, weil es einen gewichtigen Unterschied zwischen beiden Ländern gibt. Das eine Land, Iran, will die Existenz Israels aufheben oder will sie angreifen. Und da finde ich, ist die deutsche Rolle schon ganz sicher und klar. Wir stehen an der Seite Israels. Und an der Stelle gibt es auch die Unterstützung Saudi-Arabiens. Und das, finde ich, sollten wir schon berücksichtigen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Aktuelle Stunde.